Hallo meine Lieben, ja ihr Süßen, ich habe heute etwas bekommen aus in der Post und zwar von TUI Cruises. Es geht nämlich mit der Mein Schiff auf Kreuzfahrttour. Juhu! Ja, unsere 14-tägige Kreuzfahrt führt durch die Adria und durch das östliche Mittelmeer und die Station, dazu werde ich euch jetzt mal hier einblenden. Ja, also unsere erste Station führt nach Piräus und von da aus fährt man noch mal ungefähr 20 Minuten mit dem Bus, mit dem Touribus und dann ist man in Athen und dort besuchen wir die Akropolis. Also ich erzähle euch mal unsere einzelnen Stationen und was wir dort für Landausflüge gebucht haben. Also in Piräus die Akropolis und dann geht's ist natürlich sehr geschichtsträchtig, ist sehr klar und dann geht's von da aus weiter nach das alles überhaupt nicht im Kopf. Nach Mykonos und alles immer so über Nacht. Über Nacht fährt dann das Kreuzfahrtschiff und dann am nächsten Morgen sind wir auf Mykonos und dort machen wir die Inselimpressionen und einen Stadtbummel. Ja, und Mykonos ist ja auch ganz berühmt für die weißen Häuser. Alles blaues Meer und ganz blaues Wasser und dann diese weißen Häuser. Und das muss auch sehr, sehr schön sein. Und es hat auch wohl wunderschöne Sandstrände. Dann über Nacht geht es dann weiter nach Bodrum und dort machen wir die Höhepunkte von Bodrum. Das sind alte Burgen, die wir dort besichtigen. Wir besichtigen das Mausoleum, wir besichtigen eines der sieben Weltwunder der Antike. Es sind alte Kirchen, alte Moscheen. Dann ist doch ein altes Theater dort und man hat überall Möglichkeiten, Fotos zu machen, auszusteigen und zu gucken, was da los ist. Ja, und anschließend, wenn dann diese geführte Tour fertig ist, dann gibt es noch genügend Zeit für einen Stadtbummel in Bodrum, muss wunderschön sein. Bin ich schon sehr gespannt. Viele machen das aber auch so, die nehmen sich einfach am Hafen direkt einen Hop-on-Hop-off-Bus und dann, ja, und dann kann man dort einfach auf eigene Faust losziehen. Aber wir haben uns dafür entschieden, dass unsere erste Kreuzfahrt ist in dem Sinne, dass wir das Ganze geführt machen, auch gerade wegen Kinderwagen, Kindersitz und so weiter. Und ist für uns eigentlich auch angenehmer und ruhiger. Und da haben wir nichts zu tun mit Mietwagen buchen und Kindersitz anfragen und wieder rechtzeitig zurück ans Schiff kommen und mit Navi und Schnick und Schnack. Also so gehen wir einfach vom Schiff die Gangway runter, gehen direkt in den Tui-Bus und da steht dann der Tui-Mannequin vorne und erzählt einfach die ganze Zeit was über die jeweilige Ortschaft und ja, da werden wir halt komplett durch den Tag geführt und das ist für uns einfach entspannt und ich muss mich hier um nichts kümmern. Das ist doch Urlaub. Okay, mit Bodrum sind wir fertig, ja, dann geht es über Nacht nach Catania, Sizilien und dort besuchen wir das bezaubernde Taormina. Es ist auch eine ganz historische Altstadt. Also es muss ganz idyllisch sein und hat auch so ein tolles Gemäuer, das habe ich auf den Bildern gesehen und muss ganz pittoresk sein. Also ich bin da schon sehr gespannt, wie das aussieht. Also wie gesagt, ich werde da so viele Fotos machen und es gibt dann später auch aus jedem einzelnen Örtchen, wo wir waren, ein kleines Video aus dem Urlaub. Ja, und wenn wir dann in Catania fertig sind, dann geht es nach Valletta, nach Malta und dort besuchen wir dann die zwei Hauptstädte, Medina und Valletta. Also es sind dann diese zwei Hauptstädte, historisch und ganz altertümlich. Und Valletta, also beziehungsweise Malta ist ja auch, wer von euch die Serie Game of Thrones guckt, der weiß ja ungefähr, wie Malta dann aussieht. Also es gibt auch sogar eine Tour von Game of Thrones, wo man dann die einzelnen Drehorte besichtigen kann, weil das halt auch sehr ursprünglich ist. Ja, und dann über Nacht geht es dann weiter nach Katakolon, das ist dann Griechenland, Geburtsstätte der Olympischen Spiele, so heißt dann der jeweilige Ausflug, den wir da gebucht haben. Darauf bin ich schon sehr gespannt, weil ja, Olympia und Sport und ja, klar, das ist natürlich voll unser Ding. Das muss aber sehr, sehr heiß dort sein. Und die meisten Ausflüge, die wir gebucht haben, haben wir extra nachmittags gebucht, weil wir vormittags erst in Ruhe Sport machen, in Ruhe aufstehen wollen, erstmal frühstücken, dann in Ruhe Sport machen, im Wechsel. Einer passt auf nur auf, der eine geht dann ins Gym und dann kommt der andere wieder und so weiter. Und dann haben wir auch genügend Zeit, den Kleinen planschen zu lassen, toben zu lassen, weil dieses Schiff ist ein richtig klassisches Familienschiff und da kommen die Kinder total voll und ganz auf ihre Kosten. Deswegen haben wir uns auch für TUI Cruises entschieden, weil das halt ein klassisches Familienschiff ist und da ist alles halt auf Family ausgelegt und die haben sogar auch Buggys an Bord, die haben genügend Babybetten, die haben unendlich viele Kinderstühle müssen die an Bord haben und ja, und es wird auch keiner meckern, wenn das Kind mal ein bisschen lauter ist am Tisch. So.
Ja, okay, Katakolon. Olympische Spiele, dann geht es weiter über Nacht nach Korfu und dort besuchen wir Herrenhäuser, unter anderem das, wo die Sissi ihre Urlaubsresidenz hatte, die Kaiserin Sissi. Sissi, ich lache mich kaputt. Aber ich mag so Herrenhäuser gucken. Ich finde das so schön. Gucken, wie die so früher gelebt haben. Ich mag das irgendwie. Ich finde das voll toll. Ja, und dann gibt es auch anschließend einen Besuch in der Altstadt von Korfu. Und über Nacht geht es dann weiter nach Kotor und darauf freue ich mich schon besonders. Ich habe vorher noch nie etwas über Kotor gehört, aber das muss wohl so ein Highlight sein auf dieser Reise, weil man fährt mit dem Schiff entlang auf so Fjorde und links und rechts erstrecken sich die Berge und alles muss grün sein und muss ein wunderschönes Naturspektakel sein. Und ja, bei Facebook bin ich da in dieser Mein Schiff-Gruppe und habe mich da vorher schon informiert. Und das waren immer so schöne Bilder, die ich dort gesehen habe. Und das spricht mich halt total an. Ich möchte auch gerne mal gerne so eine Nordlandtour machen, so die Hurtigruten runter oder ja, so Richtung Norden halt. Ne? Ist zwar nicht so warm, aber das muss ja so ein schönes Naturspektakel sein. Ja, und auf Kotor werden wir der Ausflug nennt sich Perle der Adriatischen Küste. Und dort fahren wir erstmal mit dem TUI-Bus entlang an der Adriatischen Küste und besuchen dort auch die mittelalterliche Stadtmauer. Dort geht es dann auch, besuchen wir alte Kirchen und Gemäuer. Und dann gibt es auch noch einen historischen Stadtrundgang. Also, ach, ich freue mich auf sowas. Mein Mann auch. Also, wir sind voll für sowas zu haben. Wir lieben ja dieses. Ja, wir könnten eigentlich echt so stundenlang Sightseeing machen, während andere im Uhrzeigersinn sich am Strand drehen, auf der Liege, sind wir eigentlich am liebsten unterwegs und gucken uns so Dinge an. Ja, und dann, wenn KOTOR abgeschlossen ist, dann geht es wieder aufs Schiff zurück. Das ist das Schöne bei TUI Cruises. Man kommt dann auch wieder pünktlich am Schiff an, bevor das Schiff ohne dich weiterfährt. Und dann geht es über Nacht weiter nach Dubrovnik, Kroatien. Und das muss ja auch wunderschön sein. Und dort besuchen wir auch die Altstadt und dort gibt es auch eine ganz lange Stadtmauer, die auch entlang führt. Man kann sogar oben entlang laufen und ja, dort werden wir alles dann auch zu Fuß erkunden. Das ist im Grunde unsere Kreuzfahrt mit vielen historischen Stops und 6 Ländern. Ich bin sehr gespannt und ja, wir fliegen erstmal nach Malta und von Malta aus geht es aufs Schiff. Und das Ganze hat 14 Tage und ich bin ja auch wirklich sehr gespannt, wie uns überhaupt so eine Schiffsgeschichte gefällt. Das ist ja mal ein ganz anderer Urlaub und dementsprechend packen wir auch anders, denn wir haben zwar eine Balkonkabine gebucht, aber die sind nicht so groß wie so Hotelzimmer natürlich. Ja, ihr Süßen, ihr werdet auf jeden Fall, wenn ich WLAN habe aus den Häfen, gibt es dann immer mal auf meiner Facebook-Seite. Für den Foodstyle bei Linda gibt es dann auch mal ein paar Zwischenpicks von mir. Ein paar Grüßen und ja, wünscht uns viel Spaß. Ich bin so gespannt. Ja, ich habe eigentlich noch nichts vorbereitet, ne? Aber was soll ich noch vorbereiten? Ich bin eher so die Tante, die, ja, 18 Uhr Abflug, ja, 14 Uhr, ja, nur Liebling, lass uns doch mal einen kurzen Kaffee trinken. So, 15 Uhr, lass uns doch mal kurz schnell den Koffer packen und dann fahren wir auch schon zum Flughafen. Das machen wir immer so. Also echt immer so kurz vor knapp. Ja, aber diesmal werde ich mit Bedacht und viel Air packen und ja, das muss so sein. Okay, in diesem Sinne, macht's gut, wo immer ihr auch gerade seid. Passt immer schön auf euch auf. Tschüss, eure Linda.